Aber zuerst zeige ich Ihnen meinen leckeren Lapskaus mit krossen Entenstreifen und selbst eingelegten Wolfsbarsch. Rotbrauner Brei, Essiggurke, Spiegelei und Hering. Das ist Lapskaus, wie man es so kennt. Und kein Wunder, dass es nicht jedem schmeckt. Aber wenn man nur die Hauptzutaten nimmt, kann man daraus wirklich ein neues Gericht interpretieren. Und hier kommen meine Zutaten. Das sind unter anderem rote Beete, mehlig kochende Kartoffeln, Kräuteressig, Gewürzgurken, zusammen mit dem Sud aus dem Glas. Dann Eier, Lorbeerblätter, eine Entenbrust und vom Wolfsbarsch zwei Filets mit Haut. Und hier sind meine Wolfsbarschfilets. Ich persönlich liebe ja Brathering total. Und mit dem Wolfsbarsch ist das nochmal eine Deluxe-Variante. Aber Wolfsbarsch kriegt man ja mittlerweile auch in jedem gut sortierten Supermarkt. Die kommen meist, also diese kleinen, kommen meist aus Aquakultur. Da könnte man schon mal drauf achten, dass die vielleicht aus einer Bio-Aquakultur kommen. Weil dann haben die Fische einfach ein bisschen mehr Platz, schmecken auch besser. So, der Wolfsbarsch, den werde ich jetzt mal hier kurz anbraten. Dafür gebe ich ein bisschen Butterschmalz in die Pfanne. Und ich mache das immer so, dass ich die Haut leicht meliere und ich brate ihn eigentlich auch nur auf der Haut, also wirklich zu 80% der Zeit. Und das ist so wirklich einer meiner Lieblingsfische, muss ich echt sagen, weil es ein schönes, weißes, festes Fleisch mit wenig Gräten und schmeckt deshalb auch so lecker im Ganzen zubereitet. Das Rezept für den ganzen Wolfsbarsch im Salzmandel gibt's auch bei uns. Während mein Barsch jetzt brutzelt, kann ich mal eben eine Zuschauerfrage beantworten. Da geht es nämlich auch um gebratenen Fisch. Und die Zuschauerfrage ist von der Gabi Kleto. Und da hören wir jetzt mal rein. Hallo Björn, ich bin die Gabi, ich komme aus Duisburg und habe eine Frage zum Fisch. Wie verhindere ich, dass der Fisch beim Braten immer zerfällt? Ich habe schon sämtliche Öle und Fette, alles, was der Markt so hergibt, ausprobiert, hat aber nicht wirklich geholfen. Kennst du da vielleicht einen Zaubertrick? Ja, vielen Dank, Gabi. Gabi, zaubern kann ich auch nicht, aber ich kann dir natürlich ein paar Tipps geben. Und zwar ist es folgendermaßen. Die meisten Edelfische, die halten ganz gut in der Pfanne. Was immer zerfällt, ist zum Beispiel der Rotbarsch oder der Kabeljau. Da kann ich dir nur empfehlen, eine gute, beschichtete Pfanne. Und dann am besten die Haut dran lassen, erstmal zum Braten am Fisch. Oder wenn du einen Fisch hast ohne Haut, dann einfach den Fisch, wie ich das gerade gemacht habe, von einer Seite melieren und die melierte Seite richtig kross braten, weil die bildet dann auch so eine Art Kruste und hält den Fisch zusammen. Auf jeden Fall den Fisch von einer Seite richtig lange braten lassen, also nicht ständig wenden in der Pfanne, das ist ganz wichtig. So, und hier der Fisch hat jetzt wirklich zu 80% der Zeit nur auf der Haut gebraten. Ich drehe den jetzt mal um und damit er mir nicht zu trocken wird, lege ich den nur noch ganz kurz auf die andere Seite. So, jetzt ist er auch wunderbar gebraten und jetzt nehme ich ihn auch wirklich raus. So, die Pfanne lösche ich jetzt ab mit Wasser und Essig. Und dann nehme ich jetzt einen ganz normalen Kräuter- oder Weißweinessig, was Sie also gerade so im Haus haben. Dann habe ich hier noch ein bisschen Lorbeer und eine Zwiebel noch mit rein in den Sud. Und dann noch ein bisschen Zucker und Salz dazu. Jetzt haben wir einen richtig leckeren Einlegefond. Den kann man wirklich für jeden Fisch benutzen. Und wenn der jetzt einmal aufgekocht hat, schütten wir den einfach über den Fisch und lassen den Fisch da drin ziehen. Also, dass er richtig schön durchmariniert über Nacht. Und immer schön dran denken, keine heißen Lebensmittel in den Kühlschrank stellen. Jetzt mache ich meinen Lapskaus und Lapskaus ist ja ein Gericht, also ganz klassisch, was man so in Norddeutschland und in Skandinavien isst, also eher unter Seefahrern. Und ja, früher litten die Seefahrer ja leider auch so ein bisschen an Vitaminmangel, hatten dann schlechte Zähne. Und von daher konnten sie den Lapskaus auch ganz gut essen, weil das ja eher ein püriertes Gericht ist. Ich habe hier jetzt schon mal Kartoffeln vorgekocht, gekochte rote Beete dazu und mit den Kartoffeln gut stampfen. Und die rote Beete, die kann man entweder im Supermarkt vorgekocht kaufen oder man kocht sie selber. Beim selber Kochen würde ich immer ein bisschen Essig mit ins Wasser machen, weil sie dann einfach eine schönere Farbe hinterher hat.
und nicht so erdig schmeckt. So, und jetzt kommt natürlich so der Geschmackskick, das ist dieses Wasser von den Essiggurken. Hat meine Mama früher auch schon immer an den Kartoffelsalat ein bisschen dran gemacht. Finde ich total lecker. Die Essiggurke selber schneide ich noch klein. Ich habe auch dazu noch eine Edelvariante jetzt vor. Und zwar kommt bei mir noch ein Hauch Crème Fraîche dran. Und jetzt müssen wir natürlich auch würzen mit ein bisschen weißem Pfeffer. So, dann noch mal Salz dran. Und ein Hauch Zucker. Kleinen Schuss Essig gebe ich noch dazu. Dann nehme ich jetzt mal hier weißen Balsamico. Und jetzt wird das einfach nur noch durchgerührt. Und das sieht schon echt gut aus jetzt hier. Jetzt brauche ich meine Ente. So, das ist jetzt eine Barberie-Entenbrust. Hört sich ja sehr französisch an. Kommt auch meistens aus Frankreich. Und das ist eine sehr leicht zu züchtende Ente. Und die haben sehr, sehr große Brüste. Das sieht man ja hier. Also eine Bauernente hat wesentlich kleinere Brüste. Und ich mag die Ente auch am liebsten nur zum Kurzbraten. Zum Schmoren nehme ich immer lieber so eine Bauernente. So, dann ziehen wir mal die Haut so ein bisschen ab. Das Entenfleisch selber benutzen wir jetzt gar nicht. Also ich ziehe jetzt wirklich nur hier die Haut ab. So, und dann kann ich nämlich die Ente morgen Mittag noch schön zum Salat essen. So. Es geht hier wirklich nur um diese krossen Streifen da drauf in der total lecker. Die Entenhaut wird ohne Fett in einer beschichteten Pfanne scharf angebraten. Klassisch brauchen wir noch ein Ei zum Lapskaus. Da machen wir jetzt hier ein Spiegelei. So wie die Seefahrer damals. Dort waren oft lebende Hühner mit an Bord. Die habe ich heute nicht, aber dafür feurige Entenhaut. Die Entengrieben, die sind jetzt schon richtig schön kross. Und jetzt zeige ich mal den Hamburgern, wie ich meinen Lapskaus anrichte. Das machen wir recht schick jetzt. Und zwar mit dem Ring. Da kommt jetzt hier mein schöner Kaus rein. Den Ring ziehe ich dann ab. Dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Wolfsbarsch mit dazu. Auch schön ruhig mit den Zwiebeln drauf. Die sind ja jetzt auch nicht mehr so scharf, weil die ja auch eingelegt sind. So, die Eier sind jetzt auch kross genug. So, das steche ich auch noch so ein bisschen nett rund aus. So. Dann die krossen Grieben. Ach, ich habe noch vergessen, ein gutes Spiegelei, da muss natürlich auch immer noch ein Hauch Salz mit drauf. Ein paar Dillspitzen. Und da würde ich sagen, da beginnt doch unser Küstenfieber jetzt. Fertig ist mein Lapskaus mit mariniertem Wolfsbarsch. Und jetzt kann ich nur noch sagen, guten Appetit. Mein Rezept für zwei Personen gibt es auf unserer Homepage. einfachundköstlich.wdr.de.